Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, 666 Plague. Heute mit dem neuen Starterdeck XYZ oder Exceed Symphony, wie auch immer man es aussprechen möchte. Und wir werden mal einen Blick hineinschauen, was für Karten uns hier drinnen erwarten. Ganz vorne haben wir schon mal Nummer 39, Utopia nochmal. Als hätte die nicht schon jeder dreimal von uns. Und dann gucken wir mal durch. Hier haben wir mal wieder einen schönen Zungenbrecher, wie ich das sehe. Musu-Rhythmus der Gitarren-Djinn. Während des Damage-Steps, wenn ein Djinn-Monster, das du kontrollierst, ein Monster deines Gegners angreift, kannst du dein XYZ-Material von dieser Karte abhängen, um die ATK des angreifenden Monsters während bis zur Endphase verdoppelt. Das ist also unser Möchtegern-Asset-Golem und somit auch, denke ich, das beste XYZ-Monster in dem Deck. Hier haben wir Tempo, der Trommel-Djinn, und Melody, die Trompeten-Djinn. Ne, auch der Trompeten-Djinn. Melody, der Trompeten-Djinn. Sieht ein bisschen weiblich aus für mich. Aber was haben wir? Maestrum, der Dirigenten-Djinn. Also jede Menge Djinn-Monster. Und ich denke mal, so wirklich interessant ist nur unser Musu-Rhythmus. Hat mir die Karten jetzt noch nicht alle genau angeguckt, aber ich denke, er war das mit dem besten Effekt. Was haben wir noch drin? Alexandrie-Drache, ein Crab-Hafengeist, Frostosaurier, Zubaba-Ritter, Ganbara-Ritter, ein Gogogo-Golem, ein Gogogo-Riese, ein Goblin-Berg, Rückkopplungskrieger, ein glänzender Ritter, Cyberdrache kommen, Dreizackkrieger, ein Chiron, plündernder Hauptmann, unser guter alter Pinguinsoldat, Sangang kommen, Riesenratte, Riesenratte, glänzender Elf, ein heulender Wind, Ego-Schub, XYZ-Energie, Sternänderer, die verräterischen Schwerter, ein MST, Spalt, Graal, Schwerkraftaxt, eine Rota, Bürde des Mächtigen kommen, nicht verkehrt. Eine von Herzen kommende Bitte, was auch immer das ist. XYZ-Effekt, Raigeki-Brecher, Fallgrube, Das Tornado, Match-Zylinder, ein Entkräftungsschild, Ruf zur Gejagten, Beschränkungsumkehr und 7 Werkzeuge des Banditen. Also ich sag mal so, die Common-Karten kann man größtenteils in eine Truhe werfen, es sei denn, man braucht jetzt noch irgendwo eine Bürde oder einen Sangan. Ich denke mal, der Hauptgrund, um sich dieses Deck zu holen, sind dann die XYZ-Monster. Vor allem der Musu-Rhythmus, der Gitarren-Djinn. Danke euch fürs Zuschauen von diesem Opening und ich hoffe, ihr guckt euch weiterhin meine Videos an. Klickt auf Mag ich, Thumbs up, wie auch immer. Und lasst es euch gut gehen. 666 Plague.